Hallo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer CC-Webinarreihe. Mein Name ist Andreas Kraft-Matzner und ich darf Sie wie immer schön durch das Programm führen. Heute unser drittes Webinar inzwischen mit Sven Rentschler, der die Präsentation hält. Heute haben wir was Besonderes, nämlich heute durften Sie Ihre Wunschthemen einreichen und Sven Rentschler hat das Ganze zu einem Vortrag um die gewünschten Themen gebündelt. Für diejenigen, die noch nicht dabei waren, ganz kurz unser Online-Tool erklärt. Sie finden auf der rechten Seite neben dem Bildschirm einen kleinen Chat, in dem Sie sich unten anmelden können mit Klarnamen bitte. Und dann können Sie während der Präsentation Fragen stellen, die wir sammeln und im Anschluss an die Präsentation dann gemeinsam mit dem Sven Rentschler in dem Fall beantworten werden. Und ja, dann würde ich auch sagen, schießen wir auch gleich los. Lieber Sven, du dürftest von oben rechts reinfliegen. Hallo, guten Morgen. Heute international, du bist im Urlaub in Barcelona und hast dich in einem WeWork oder Regus-Studio, glaube ich, eingemietet quasi. Ja, herzlich willkommen. Hallo Andreas, ja, willkommen. Ich sitze hier mitten im Zentrum von Barcelona im WeWork, wo wir mit eurer Hilfe ja schön zum Videostudio umfunktioniert haben und funktioniert alles toll. Super. Ja, ich merke, es ist ein bisschen zeitversetzter als sonst. Also es dauert 1, 2 Sekunden länger, als wenn du zu Hause bist, mit der Kommunikation. Aber Sven, vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, 2, 3 Worte zu dir, damit jeder weiß, wer hier vorne nachher die Präsentation hält. Ja, ich bin der Sven Rentschler, Geschäftsführer der Rentschler Reben GmbH, habe Technologiemanagement studiert und ja, beschäftige mich immer schon gerne mit Themen, Technologien, wie man sie von der Wissenschaft rein in Produkte des täglichen Gebrauchs bringt. Ja, da tut dann halt viel Aufklärung not und deswegen ja, bin ich dankbar, dass wir so eine Webinarreihe mit euch machen können, weil genau das wollen wir tun, aufklären, informieren zu vielen interessanten Technologien rund um die Lüftungstechnik. Ja, und interessant ist es absolut. Und weil die ersten beiden Webinare so erfolgreich waren, haben wir ein drittes, und das war deine Idee, ein bisschen anders gestaltet, nämlich mit den Wunschthemen. Und weil auch das so erfolgreich war, und die Anfragen und die Themen so vielfältig waren, haben wir gleich 2 neue Termine, später im Jahr. Die Daten geben wir später noch bekannt, aber später im Jahr noch geplant. Ja, aber ich würde sagen, Sven, kommen wir zum Thema. Los geht's. Viel Spaß. Dankeschön, ja, Dankeschön. Ja, noch kurz zu mir. Also, ja, vorgestellt habe ich mich ja gerade. Wer noch weitere Infos zu mir haben möchte, der sich mit mir verbinden möchte, gerne hier mit meiner persönlichen E-Mail, wie auf dieser Folie notiert, oder auch gerne auf LinkedIn mit mir verknüpfen über den Link links oben oder dann auch über den QR-Code. Kann man dann direkt auf meine LinkedIn-Seite kommen und ja, jede Anfrage lieben gerne, verknüpfe ich mich dann mit all Ihnen. Dann zu unserem Unternehmen noch ganz kurz, unsere Unternehmensgruppe. Wir, die Reben GmbH, sind Teil der Scharko-Gruppe. Wie sich die Scharko-Gruppe zusammensetzt, aus welchen 7 Unternehmen, sehen Sie unten auf dieser Folie hier. Das ist ein Screenshot von unserer Homepage von der reben.de. Wenn Sie da drauf gehen, im unteren Bereich sehen Sie dann, in welchen Industrien wir überall mit Luftreinhaltung unterwegs und tätig sind, wie sich unsere Scharko-Gruppe zusammensetzt und ja, auch weitere Infos, weitere Kanäle zu uns, rechts unten das Social Media. Wer mal 10 Minuten Zeit hat, vielleicht mal auf unseren YouTube-Kanal gehen. Da sind mittlerweile über 200 Filme online, viele hunderte Berichte auf unseren LinkedIn-Seiten. Ja, also hier über die Icons kommen Sie auch auf viele tausende Referenzbilder auf unserem Flickr-Album. Wenn Sie da mal was suchen, auf reven.de im unteren Bereich die Infos hierzu. Dann, wie Andreas gerade gesagt hat, wir haben mittlerweile so viele Fragen und Themen von Ihnen erhalten, dass wir ja mit dem heutigen Webinar 3 Webinare jetzt dieses Jahr noch haben. Die Webinare so wie hier notiert, als das heutige, dann im Oktober und im Dezember noch eins. Und alles wird in so einem Format, in so einem Stil ablaufen wie das heutige.
Die Anmeldung, die Aufzeichnungen der bisherigen Webinare, all das finden Sie auf der Rewin-Webinarseite der CCI-Dialog. Also so auch hier wieder der Link angegeben. Da können sich diejenigen, wo die ersten Grundlagen-Webinare noch nicht gesehen haben, sich diese anschauen und ja, sich auch für die kommenden anmelden. Dann komme ich im Grunde gleich zu einer, ja, ersten Frage, eine Vorabfrage, die wir behandelt haben, die ich sehr oft bekommen habe von Ihnen, zu den ersten Vorträgen, ob man die Vorträge nicht doch irgendwie haben könnte, zumindest als PDF. Also jetzt unabhängig von der Videoaufzeichnung, die Sie sich auf der CCE-Dialogseite nochmal anschauen können, haben wir es jetzt Ihnen dann auch als PDF-Download zur Verfügung gestellt. Das ist dann ein Wie-Transfer, ein sicherer Datei-Download, wo Sie die ersten drei Webinare, also die ersten zwei, die wir schon abgehalten haben, und jetzt auch das heutige, alle drei Webinare können Sie sich über den Link, wie ich ihn hier angegeben habe, downloaden. Also rewin.link/keynote oder mit dem iPhone auf den QR-Code kurz halten. Da können Sie dann den heutigen und die zurückliegenden beiden Webinare sich als PDF-Download auch holen. Also das war eine Frage, die sehr oft gekommen ist und deswegen jetzt ja, das hier als mal eine erste Antwort, Feedback an Sie. Also wir haben es jetzt als Download zur Verfügung gestellt. Unter rewin.link/keynote können Sie sich alle drei inklusive des heutigen Webinars downloaden als PDF. Ja, das war eine erste Frage. Jetzt zur ersten wichtigen und richtigen Frage, die Sie mich gebeten haben, mal zu behandeln, zu beantworten. Im Grunde genommen, ich habe das jetzt mal als Frage 1 zu Ozon und UV in der Küchenlüftung als Überschrift genommen. Im Grunde genommen sind es aber mindestens 20 Fragen, die da kamen, in der unterschiedlichsten Art und Weise. Also was unsere Meinung danach dazu ist, zu Ozon, zu UV, wie wir bei der Rewin GmbH damit umgehen, wurde ich gefragt. Dann kamen Fragen zu Grenzwerten, wie gefährlich oder ungefährlich das ist. Es kam auch schon Hinweis, ja, Sie müssen da viel mehr aufs Gefahrenpotenzial hinweisen und vieles, vieles mehr. Deswegen ist jetzt im heutigen Webinar die Frage 1 zu Ozon und UV mal eine, die wir ausführlicher beantworten und behandeln, wo wir jetzt länger uns aufhalten werden, weil es im Grunde genommen halt nicht eine Frage war, sondern ja, fast 20 Fragen. Gut, warum ist das so? Warum kommt da so viel zu diesem Thema? Weil dieses Ozon- und UV-Thema in der Küchenlüftung halt ein unheimlich kontroverses Thema ist. Ich weiß nicht, der eine oder die andere wird sich noch daran erinnern, 2018 im August oder ja, im Laufe des Sommers 2018 gab es da in der CCI eine recht intensive Kontroverse zu dem Thema. Ich habe es jetzt auch hier nochmal, der Herr Krupp, Rolf Krupp, der damalige Redakteur, hat es dann in dem Artikel zusammengefasst. Der ganze Artikel können Sie sich dann auch unter dem angegebenen Link mal anschauen und durchlesen und die Zusammenfassung und die Kommentare vom Herrn Krupp sich durchlesen. Also dieses Thema um UV und Ozon ist unheimlich kontrovers und hat eben ja 2018 damit angefangen, wo wir die Rewin GmbH ein Aufsatz, eine wissenschaftliche Studie aus den USA ins Deutsche übersetzt haben. Und ja, da ist schon eine Kontroverse reingebrochen und ich habe so zum ersten Mal einen eigenen Shitstorm erleben dürfen, der auf mich da eingeprasselt ist. Warum und weshalb? Dazu dann gleich mehr. Aber das eben mit dem Grund, warum wir das jetzt heute ein bisschen ausführlicher behandeln. Ja, dann mal im ersten Schritt einfach mal ein paar Grundlagen und wichtige Informationen rund um UV, UVC und Ozon. Was ist das? Im weitesten Sinne ist UV, UVC natürlich eine Strahlung, eine gefährliche Strahlung, eine intensive Strahlung, eine Strahlung, die Schaden anrichten kann. Deswegen auch hier jetzt mal da dieses Röntgensymbol neben so einer UV-Röhre bei der Fotoaufnahme.
Warum ein Röntgensymbol? Auch das ist nicht allzu weit aus der Luft gegriffen. Mit dem Strahlungsthema, mit der UVC und VUV-Strahlung ist es einfach so, dass man es mit einer sehr intensiven Strahlung zu tun hat. Also so eine VUV-Strahlung, die geht runter und grenzt fast eine Röntgenstrahlung an. Also ist entsprechend intensiv und kann entsprechend den Schaden anrichten, wenn man dieser Strahlung ungeschützt ausgesetzt ist. Da mal eine wichtige Unterscheidung, weil es oft in einen Topf geworfen wird. UV, UVC, VUV, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Strahlungsbereiche. Man hat einmal die UVC-Strahlung, die runtergeht bis einer Wellenlänge von rund 200 Nanometer. Sie sehen es unten in der Skala. Und diese UVC-Strahlung, ja, die wurde sehr intensiv in Verbindung mit der Pandemie diskutiert, weil das einfach eine Strahlung ist, die auf Bakterien und Viren schädigend einwirken kann. Also insoweit schädigend einwirken kann, dass dann Viren und Bakterien sich nicht mehr vermehren können und so abgetötet werden. Das UVC also hat eine zerstörende Wirkung auf Proteine, beispielsweise Bakterien, Viren. In der Luftreinhaltung, Küchenabluft, wo es um Küche, um Fette, Öle, Gerüche geht, ist diese UVC-Strahlung einfach weniger wichtig, sollte weniger eingesetzt werden, weil wir ja nicht mit Bakterien und Viren uns beschäftigen, sondern mit Gerüchen und Fetten. Also es ist dann eher eine Strahlung, von der wir reden, die wir einsetzen, die nennt sich VUV-Strahlung, also unter 200 Nanometer angesiedelt. Warum VUV? Das heißt Vakuum Ultraviolett, ist die Abkürzung da dafür. Und warum Vakuum Ultraviolett? Das ist ganz einfach so, diese Strahlung kann sich nur noch im Vakuum ausbreiten. Also hat man diese Strahlung in einer normalen Umgebung, wo es Sauerstoff gibt, da wird diese Strahlung vom Sauerstoff absorbiert. Und bei der Absorption wird dann Sauerstoff zerlegt und es entsteht Ozon. Also deswegen dieses VUV, Vakuum-Ultraviolettstrahlung, die eingesetzt wird und die eben Ozon erzeugen, generieren kann, so wie es hier jetzt auf der Folie beschrieben ist. Und das mal so zwei erste wichtige Fakten. Also man hat eine UVC, keimtötend, man hat eine VUV, Ozon generierend. Das mal so eine erste wichtige Unterscheidung und einfach mal wichtige Fakten. Mir geht es einfach mal darum, dass wir Wissen und ein Gefühl für bekommen, was sind die Fakten und was ist eher Hokuspokus, das zumindest mal wissenschaftlich bis dato Stand heute nicht validiert und erforscht ist. So ist eben die gecheckte Fakten, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe. UVC-Strahlung kann Viren und Bakterien zerstören. Aber dickes, fettes Ausrufezeichen. Die Wirksamkeit für das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass eine UVC-Strahlung Bakterien, Viren zerstören kann, hängt ganz intensiv, ganz massiv von der Bestrahlungsstärke und der Bestrahlungszeit ab. Also wir brauchen eine hohe Bestrahlungsstärke, wir brauchen eine lange Bestrahlungszeit, dann haben wir eine hohe Keimabtötung. Umgekehrt nur ganz kurze Bestrahlungszeit, eine ganz geringe Bestrahlungsstärke, Wahrscheinlichkeit, dass die Viren, Bakterien nicht abgetötet werden, sehr hoch. Und es hat auch später ganz große Auswirkungen beim Einsatz in der gewerblichen Küchenlüftung, die Bestrahlungsstärke und die Bestrahlungszeit. Und da ist es auch wichtig, was für die Technologie setzt man ein. So eine Röhre, wie Sie gerade auf der Folie gesehen haben, hat etwa um den Faktor 10.000 höhere Bestrahlungsintensität wie eine UV-LED. Also sprich, Sie brauchen, jetzt ganz vereinfacht gesagt, 10.000 UV-LEDs, damit Sie die Bestrahlungsintensität von einer UV-Röhre hinbekommen. Das mal als ein erstes Fingergefühl für Sie, eine erste Sensibilisierung, wie effektiv Viren Luftreiniger sein können, in denen eine oder zwei UV-LEDs drin sind. Also das bitte mal
berücksichtigen. Also die Bestrahlungsstärke und die Bestrahlungszeit ist ganz wichtig. Jetzt aktuell hier Barcelona am Strand bekommt man das immer wieder mit, wenn man die Leute sieht, die dann so aussehen. Also hier bei dem Kollegen war die Bestrahlungsintensität sehr hoch, keine Wolke am Himmel und die Bestrahlungszeit war vermutlich auch sehr lange, weil er ohne Sonnencreme von morgens bis abends am Strand lag. Mit der Auswirkung, wie Sie es hier auf dem Bild sehen. Aber das nochmal ist jetzt ein lapidar und ein einfaches Beispiel, aber das ist wichtig. Auf das werden wir heute noch ein paar Mal zurückgekommen. Wäre die Bestrahlungsintensität nicht hoch, also wäre es sehr wolkenverhangen gewesen, hätte der Kollege 10 Stunden am Strand liegen können, wäre nicht rot geworden. Oder auch andersrum, bei ganz hoher Bestrahlungszeit, aber er legt sich nur 10 Minuten an den Strand, auch dann wäre nichts passiert. Sie werden sagen, ja, ist ja logisch, ja, dann werde ich sich daran erinnern, wenn wir zu der Küchenlüftung zurückkommen. Das sind zwei ganz wichtige Faktoren, die Zeit und die Intensität. Das zu dem Thema Fakten. Was sind weitere gecheckte Fakten? Wie gerade erläutert, eine UV-Strahlung wird von Sauerstoff absorbiert und dabei entsteht Ozon. Ozon wollen wir, weil Ozon ein sehr oxidierendes Medium sein kann. Jedoch ist es aber auch so, dass Ozon im Verdacht steht, bei Menschen Krebs auszulösen. Deswegen sind in Deutschland alle Innenraumgrenzwerte für Ozon aufgehoben worden. Also das auch wieder zwei wichtige, ganz wichtige Fakten, die ich Sie bitte mal abzuspeichern, wenn wir ja um das Thema, um das kontroverse Thema uns jetzt etwas schlauer machen heute. Und jetzt kommen wir eher in den Hokuspokus-Bereich. Also ich habe das jetzt mal spaßeshalber den Zauberer von Oz genannt oder Ozone eben, ja, liegt ja nahe, dieses Wortspiel. Gut, was meine ich da damit? Dass es eben um diese Themen mit der UVC-Strahlung, mit dem UV und Ozon viele Mythen gibt, viel Hokuspokus gibt, das nachgeplappert wird, das in die Welt hinaus posaunt wird, zu denen es keinerlei Studien, Fakten gibt. Das sind dann Erfahrungswerte, man hat beobachtet, man macht ja immer schon so. So geht es dann in diese Richtung. Und das ist für mich eher Hokuspokus wie echte Technik, echte Lüftungstechnik. Mal ein Beispiel da dazu. Es gibt die sogenannte 2-5-Sekunden-Regeln. Fragen Sie mich nicht, woher die kommt. Ich selbst, jemand, der sich mit dem Thema seit bald 2 Jahrzehnten beschäftigt, bis heute weiß ich nicht, wo diese 2-5-Sekunden-Regel herkommen soll. Aber die wird Land auf, Land ab von was weiß ich wie viel Marktbegleitern hinaus posaunt. Man kann Ozon über Generatoren oder über UV-Röhren in den Abluftkanal pumpen und nach 2-5 Sekunden ist das Ozon wieder zerfallen. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber Sie können es einfach mal im Nachgang googeln, sich mal Unterlagen anschauen. Einmal ist die 2-Sekunden-Regel, dann ist es die 5-Sekunden-Regel und dann ist das Ozon durchoxidiert und weg. Also ich habe bis heute keinen Nachweis gefunden, wo das herkommen soll und warum das von so vielen Marktbegleitern in die Welt hinaus posaunt wird und Anwendern anhand gegeben wird. Wir haben gegraben, wir haben gesucht, wir versuchen uns da schlau zu machen. Gerne auch jeder von Ihnen, wo da noch einen Input hat, rein in den Chat schreiben. Auch wir lernen gerne weiter dazu. Fakten, die zu dem Thema Halbwertszeit, wie schnell zerfällt Ozon. Also zurück zu den Fakten, was da dazu zu finden ist, ist einmal klar, Ozon ist fraglos und kann ein fraglos stark oxidierendes Gas sein. Kann, warum kann, das werden Sie gleich sehen. Ein weiterer Fakt ist, dass Ozon in Raumluft einfach eine Zeit braucht von 20 bis 100 Stunden, bis es zerfallen ist. Also nicht 2-5 Sekunden, sondern 20 bis 100 Stunden Ozon im Raum, bis es zerfallen ist.
Ich kann mir schon wieder vorstellen, jetzt werden schon wieder bei vielen Marktbegleitern und Kolleginnen und Kollegen die Alarmzeichen hochgehen, von wegen kann doch nicht sein und haben wir ganz anders beobachtet. Deswegen, ich sage es Ihnen nur, was wir als Fakten gefunden haben. Und dieser Fakt, dass Ozon 20 bis 100 Stunden braucht, wenn es sich im Raum als Gas befindet, bis es zerfallen ist, die Quelle. Sie sehen es hier, ich habe die Quellenangabe notiert, dass es jeder in Ruhe selber anschauen kann. Die Quelle ist die Stoffdatenbank des Instituts für Arbeitsschutz der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, IFA. Und über den Shortlink reven.link/ozon kommen Sie dann direkt auf die Seite von der IFA und da können Sie sich das alles selber nachlesen. Oder auch wieder den QR-Code benutzen, da kommen Sie dann auch auf die GESTIS-Stoffdatenbank und schauen Sie sich selber an, was da als Fakten und wissenschaftlich fundierte Informationen niedergeschrieben sind. Und unter anderem steht da eben, dass Ozon im Raum bei Raumtemperatur nach 20 bis 100 Stunden zerfällt und nicht nach 2 bis 5 Sekunden. Gut, warum sage ich immer, Ozon kann ein stark oxidierendes Gas sein? Und damit, das ist auch die Antwort, warum diese 20 bis 100 Stunden eher realistisch sind und nicht diese 2 bis 5 Sekunden. Ozon kann sehr schnell oxidieren, wenn man die Oxidation, die Aktivierungsenergie der Oxidation mit Hilfe von Katalysatoren heruntersetzt. Das ist das, was ich auf der Folie kurz erklären und aufzeigen möchte. Sie sehen jetzt auch rechts nochmal, das ist ein Screenshot aus der Wikipedia-Seite. Wenn Sie auf Wikipedia sind, einfach ins Suchfeld Ozon eingeben, dann kommt auch eine ganze Seite mit Informationen. Und im oberen rechten Bereich sehen Sie dann diese Sicherheitshinweise zu Ozon. Und da sehen Sie eben dann der MAK-Wert. In Deutschland diese Fußnote nicht festgelegt, hat krebserzeugend. In der Schweiz beispielsweise gilt noch ein MAK-Wert von 0,2 Milligramm pro Kubikmeter. Aber deshalb der Screenshot aus der Wikipedia-Seite zu Ozon. Und jetzt eben dieses Thema mit der Oxidation. Ja, Ozon kann stark oxidierend sein und Ozon kann auch relativ schnell die Oxidation auslesen, wenn es denn ein Katalysator zur Verfügung gestellt wird. Das benutzt man, diesen Effekt, diese Eigenschaft benutzt man bei Interkontinentalflügen, bei großen Flugzeugen, die in sehr hoher Höhe fliegen, von Europa, USA, Nordamerika, Asien. Diese Langstreckenflieger, die zapfen die Luft für die Kabine über die Triebwerke ab. Das sehen Sie hier in der Grafik in dem oberen Bereich. Ein Bild von der BASF, die solche Katalysatoren herstellt. Und die Katalysatoren werden hier benutzt, um Ozon aus der Luft rauszubekommen, bevor die Luft in die Kabine strömt. Und deswegen strömt dieses Ozon über so einen Katalysator, und das kennen Sie aus dem Chemieunterricht, über den Katalysator wird die Aktivierungsenergie der Oxidation heruntergesetzt und die Oxidation läuft beschleunigt und intensiver ab. Und so wird eben sichergestellt bei solchen Flugzeugen, dass kein Ozon in die Kabine gelangt. Also da sind wir dann schon in Bereichen von so 2 bis 5 Sekunden, aber auch da wieder brauchst du Detail, brauchst fundiertes Wissen, brauchst eine echte Anlage, um das zu realisieren. Und einfach Ozon in den Abluftkanal gepumpt, das zerfällt ihnen nicht. Nie im Leben nach 2 bis 5 Sekunden verschwunden. Da müssen sie viel mehr Aufwand machen, um überhaupt mal eine Oxidation auszulösen. Da sind eben solche Katalysatoren notwendig. Abgeleitet aus diesem Wissen haben wir das bei unseren Lösungen genauso auch umgesetzt. Also was Sie hier sehen, sind sogenannte UV-Kanalabscheider, wo wir eben die Abluft nachbehandeln im Abluftkanalnetz. Also einfach ein Kanalelement mit so VUV-Röhren und im unteren Bild links sehen Sie dann so einen Katalysator nachgeschaltet. Das ist auch immer eine Frage, die kam. Die UV-Anlage in die Haube
oder ins Abluftkanalnetz. Nochmal, wir haben es mit fast Röntgenstrahlung zu tun. Und was jetzt hier in dem oberen Bild sein, oben links so blau durchschimmernd durch einen ganz einfachen, primitiven, herkömmlich einfachst aufgebauten Prallblechabscheider, das ist Strahlung, was Sie da sehen. Strahlung, die schädigend ist, die gefährlich ist. Deswegen, wann immer es in der Planung möglich ist, nehmen Sie diese gefährlichen Anlage weg von der Haube und setzen Sie in den Abluftkanalstrang rein, weg vom Personal. Das ist unheimlich gefährlich und ganz selten wird das Küchenpersonal sensibilisiert, mit was es da zu tun haben. Das ist deswegen, wann immer möglich, lieber so wie es in der Europanorm in Teil 8 zu Anlagen der Aerosolnachbehandlung beschrieben wird, mit den Thema mit der Technologie ins Abluftkanalnetz, weg von der Küche, weg vom Personal. Und dann eben sieht es in der Großaufnahme so aus. Und hier sehen Sie es jetzt auch nochmal. Links ist praktisch abströmseitig dann so ein großer Katalysator eingebaut, der ja ein Edelstahl-Drahtgewebe ist, das mit dicht gepackt ist mit 150 Kilogramm Edelstahl pro einem Kubikmeter, um eine unheimlich große Oberfläche hinzubekommen, eben Katalysatoren aufzubauen. Und diese große Oberfläche, die löst dann die Oxidation aus. Und mit dieser Oxidation können wir Geruchsstoffe reduzieren, abbauen. Und wenn es dann wirklich nicht anders geht und diese Thematik wirklich in der Abluftaube sein muss, auch da ist es so, da brauchen Sie dann in den Abluftstätten Katalysatoren. Wenn Sie da bloß Ozon UV reinpumpen und je mehr, desto besser, Ihnen oxidiert das nicht. Sie verschmutzen die Umwelt, Sie blasen das Ozon im Abluft in die Umwelt raus und in Ihrem Abluftkanalnetz hat sich kaum ein Geruch oder ein Fett abgebaut. Auch dazu gleich weitere Informationen. Aber wie gesagt, also das Ozon ist wirklich ein Gas, das mit Vorsicht zu genießen ist. Ich habe es jetzt hier nochmal in der Großaufnahme links, der Screenshot aus Wikipedia und rechts eben ein Messgerät, mit dem man Ozon im Abluftkanalnetz in der Küchenhaube messen kann. Nicht messen kann, das müssen Sie messen. Wenn Sie da mit der Behauptung rumhantieren von 2 bis 5 Sekunden und alles ist abgebaut, dann müssen Sie den messtechnischen Nachweis bringen. Ansonsten machen wir mit so einer Ozontechnologie mehr Schaden als Nutzen. Und deswegen muss das gemessen werden und die Messungen, die wir in den vergangenen Jahren durchgeführt haben, haben immer und immer und immer wieder aufgezeigt, dass wir ohne solche Katalysatoren das Ozon nicht abbauen und unheimliche Mengen an Ozon in die Umwelt rausblasen, was unserer Meinung nach nicht zu vertreten ist. Warum nicht? Auch dazu gleich Informationen. Jetzt aber mal kurz eine Bitte zu mir, weil das mich wirklich interessiert und ich da mal auch gern so ein bisschen Feedback von Ihnen, den Zuseherinnen und Zusehern, haben möchte. Deswegen haben Sie, also viele von Ihnen werden im weitesten Sinne vielleicht schon mal mit so Ozon-UV-Anlagen zu tun gehabt haben. Da würde mich einfach mal interessieren von den Zusehern und Zusehern, die heute da bei uns mit dabei sind jetzt in dem Webinar, wie viel von Ihnen haben so eine Ozonmessung schon mal begleitet und gesehen? Wenn Sie damals so lieb werden und mir ein Feedback geben würden, ob Sie schon mal mit dabei gewesen wären oder eine Auswertung gesehen haben von so einer Ozonmessung. Also Sie können das mir ein Feedback geben über die menti.com-Seite. Also wenn Sie bei Ihnen auf dem Computer ein zweites Fenster aufmachen können und geben dort menti.com ein und dann geben Sie den Code ein, also die 5483089292.
Ja, das würde mich mal freuen, wenn Sie mir dann Feedback geben könnten. Oder diejenigen, die von Ihnen neben Computern ein Smartphone liegen haben, können einfach auch den QR-Code abscannen und dann kommen Sie direkt auf so eine Frageseite, wo Sie einfach Ja, Nein antippen können. Ja, weil das würde mich einfach mal interessieren. Es werden Land auf, Land ab, wirklich, ich übertreibe da nicht, Tausende von Ozonanlagen verbaut in der Küchenabluft. Tausende von UV-Anlagen. Und jeder behauptet, das Ozon ist nach 2 bis 3, 4, 5 Sekunden abgebaut. Deswegen würde es mich mal interessieren, um mal wirklich so ein Feedback aus der Branche rauszubekommen. Ja, wie oft, wer hat schon mal so eine Messung begleitet und wie oft wurde es nicht begleitet? Ich meine, man sieht es ja schon, die Tendenz ist das, was ich vermutet habe. Aber ich muss gestehen, ich habe es bis dato auch nicht gewusst, wie viele Marktbegleiter da überhaupt die Messtechnik haben oder ob es überhaupt jemals gemessen wurde, weil ja, das Feedback ist ja das, was ich befürchtet habe. Aber ich warte jetzt mal noch kurz eine halbe Minute und. Aber klar, der Trend ist ganz eindeutig. Das ist eben das, was ich befürchtet habe. Ja. Ja, wie gesagt, ist das, was ich befürchtet habe, aber fast erschreckend. Also, ja, niemand hat so eine Messung bis dato begleitet. Ich meine, war wirklich mal, ich wollte mal ein Feedback aus der Branche raushaben und da mal ja, selber ein Gefühl, um selber mal ein Gefühl zu bekommen. Aber das ist natürlich, ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Gut, machen wir weiter. Zu Ozonkonzentrationen selber, also in Innenräumen in Deutschland ist aktuell gar kein MAK-Wert gebräuchlich, also sprich null, weil eben der Krebsverdacht ganz groß ist. Und was sind sonst denn die Grenzwerte, die es zu beachten gilt? Also ich sage mal einfach im Außenbereich in der Großstadt, bei uns in Stuttgart ist das immer wieder ein Thema in heißen Sommertagen. Da sind die Grenzwerte, jetzt, so wie ich es hier notiert habe, die 180 bzw. 240 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und wenn man es über ja, ein längeres Mittel nimmt, sogar noch geringer, 120 Mikrometer pro Kubikmeter, die nicht überschritten werden. Und also bei uns in Stuttgart ist es wirklich kaum ein Sommer, wo wir nicht mal ein paar Tage haben, wo diese Grenzen gerissen werden und dann ja, Kraftfahrzeugverkehr in die Innenstadt eingeschränkt wird. Dann die Infos kommen über Medien. Wenn man die Stadt reinfährt, sieht man es dann sogar schon, dass ein Fahrverbot droht. Also ja, nicht zu unterschätzen. Und jetzt auch hierzu würde ich gerne noch mal kurz ein Feedback von Ihnen haben, wenn Sie sich jetzt mal kurz diese Werte sich anschauen, diese 120, 180, 240 Mikrogramm pro Kubikmeter, wenn Sie sich die mal kurz abspeichern. Hier jetzt auch noch mal kurz eine Abfrage, wo ich mich freuen würde, wenn Sie mir auch noch mal kurz ein Feedback geben würden. Ja, was denken Sie in der Küchenabluft? Mal vielleicht die eine oder andere von Ihnen wird es auch schon wissen, aber trotzdem sind Sie mal so lieb und geben Sie ein Feedback ab. Was denken Sie, ist in der Küchenabluft, also nach der europäischen Küchenlüftungsnorm der 16282, was denken Sie, was ist da der angegebene Grenzwert? Also in dieser Europanorm ist ein Grenzwert notiert und wird ein Grenzwert angegeben. Ich löse es dann auch gleich auf und erläutere es Ihnen. Auch da habe ich mir fast gedacht, dass es in die Richtung geht, wie jetzt die Feedbacks von Ihnen kommen. Ich war dann auch noch mal kurz, also klar, er sollte in dem blauen Bereich sein, keine Frage, wenn man es zum Außenbereich vergleicht, was vom Bundesumweltamt und so weiter vergeben wird.
Aber Sie werden dann jetzt gleich sehen, ich werde es dann gleich auflösen, was in der Europanorm in der DIN EN 16282 bei der Abluftnachbehandlung als Grenzwert notiert ist. Also auch hier wieder, ich sage mal, die Tendenz, so wie es jetzt hier angegeben ist, es sollte logischerweise diese 0 bis 500 sein. De facto ist es leider gerade andersherum. Also die richtige Antwort, es sind mehr als 1000 Mikrogramm, die da als Grenzwert eingegeben werden. Und jetzt diejenigen, die es noch nicht wissen, halten Sie sich bitte fest und setzen Sie sich, der Grenzwert, der in der DIN EN 16282 notiert ist, sind 20.000 Mikrogramm pro einem Kubikmeter Küchenabluft. So what? Kann das wirklich sein? Ja, es ist wirklich so. Ich habe es Ihnen jetzt auch hier mal noch mal ein bisschen ausführlicher notiert, wie das in der Europanorm notiert ist und wo der Grenzwert herkommt und wie man auf den Grenzwert kommt. Also ich habe es hier nochmal ganz ausführlich zusammengefasst. Also es sind sagenhafte 20.000 Mikrogramm Ozon pro einem Kubikmeter Abluft, der da in der Küchennorm notiert ist. Und das ist natürlich, ich muss da jetzt auf meine Wortwahl aufpassen, aber das ist natürlich komplett sinnbefreit, was da gemacht wird. Und das sind Werte, also erst vor kurzem habe ich wieder von einem Gutachter gehört, der Gutachten zu dem Thema verfasst hat, der ohne rot zu werden in sein Gutachten reinschreibt, ja, der Ozongrenzwert von 20.000 Mikrogramm Ozon ist da nicht überschritten und von dem her alles gut. Bewerten Sie selber. Sie haben, denke ich, jetzt von mir genügend Sensibilität anhand bekommen, was einmal vom Bundesumweltamt verbreitet wird, was die Bevölkerung, wie die das Bundesumweltamt die Bevölkerung schützen möchte, was man für einen Aufwand im Innenraum betreibt, mit MAK 0 aufgehoben, weil gefährlich, weil Krebs im Verdacht, krebserregend. Und dann Viren der Küchenlüftungsbranche verbreiten sowas. Also ich weiß nicht, ob wir uns da einen allzu großen Gefallen tun und uns da allzu große Achtung erarbeiten, wenn wir sowas wirklich weiterhin hinaus posaunen. Also für uns im Hause Rewen ist das ein absolutes No-Go. Und Ozon muss abgebaut werden. Ein Katalysator rein, messtechnisch nachgewiesen, dass wir bei Null sind, dass wir es wirklich abgebaut haben. Ansonsten absolutes No-Go. Also mit einem Wert von 20.000 Mikrogramm zu arbeiten, würde ich nicht verantworten und ist bei uns ein absolutes No-Go. Gut, ein weiterer Hokuspokus, auf den ich noch kurz eingehen möchte, weil da viele Fragen dazu kamen. Wie kann UV-Strahlung Öl zu Wasser und CO2 zerlegen? Gute Frage. Die Zauberformel, die oft dazu verbreitet wird, heißt Vakuum, UV-Lampen photolysieren und zerstören Fette und machen diese dann eben zu CO2. Weiße Flugasche, was manchmal zu nachzulesen ist und vielem Ähnlichem. Stand heute, bis jetzt, Wissen der Rewen GmbH, mein Wissen, und wir haben es wirklich versucht, schlau zu machen. Aber wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Wir lernen gerne auch selber dazu, wenn es irgendjemand bei Ihnen gibt, der da neueste wissenschaftliche Forschungsuntersuchungen hat. Lieben gerne mit uns in Austausch treten. Wir erweitern auch selber unser Wissen gerne. Aber Stand wissenschaftlicher Untersuchungen zu dem Thema ist beispielsweise dieser Aufsatz hier, den wir ins Deutsche übersetzt haben und der dann eben zu dieser Riesenkontroverse in der CCI, um die CCI mitgeführt haben, da die CCI über unsere deutsche Übersetzung informiert haben. Also wir haben nichts anderes gemacht, als diese wissenschaftliche Studie, diesen wissenschaftlichen Aufsatz ins Deutsche zu übersetzen. Und da war halt beispielsweise ein Ergebnis, dass die eben wirklich untersucht haben,
wenn so eine UV-Strahlung ein langkettiges Öl- und Fettmolekül zersetzen, zerlegen muss, dann muss es ja irgendwelche Änderungen in der Masse des Moleküls geben. Wenn aus einem zwei entsteht oder aus einem vieles entsteht, da muss es ja irgendwelche Änderungen geben. Das haben die hochwissenschaftlich versucht nachzuvollziehen mit Gaschromographie, Massenspektrometrie und haben versucht, Massenänderungen ausfindig zu machen. Das Ergebnis war, es gab eine Massenänderung, die unter 0,001% lag. Also hier nachzulesen, das mal ein Ergebnis dieses Aufsatzes. Ein weiteres dann, wo man untersucht hat, kann das Ozonöle und Fettketten zerlegen. Auch da dazu das Ergebnis der Studie, wie es hier nachzulesen ist. Also, und wir haben das, wie gesagt, nur übersetzt, nicht mehr, nichts dazu gedichtet, nichts weggelassen. Das Ergebnis dieser älteren wissenschaftlichen Studie aus 2011 war sie, glaube ich. Mittlerweile, das ist auch Teil der Kontroverse, wo wir dann zerlegt wurden, wo es hieß, ja, schon eine alte Studie mit alten UV-Lampen und alten UV-Generatoren. Da gibt es ja heute viel bessere, viel wirksamere. Also sie hatten in der Studie genügend Ozon. Ich wusste nicht, dass es altes Ozon und neues Ozon gibt, aber sei es, wie es wolle, es gibt auch eine ganz neue, aktuelle Studie zu dem Thema, wo aufbauend dann auf den alten Studien, das nochmal untersucht wurde und nochmals analysiert wurde und nochmals mit aufwendiger Messtechnik versucht wurde, nachzuvollziehen aus den USA, weil da auch viel, viel Kontroverse um diese Themen entstanden ist. Also ein ganz aktuelles Thema. Auch da wieder das Ergebnis des zuvorige. Man hat nichts anderes festgestellt, wie das, was Sie gerade eben lesen konnten. Aber bitte, wir haben die Quellen angegeben, schauen Sie sich den Artikel selber an und ich habe es hier angegeben. Sie können es auch hier einfacher finden, indem Sie auf unsere Blogseite gehen. So wie hier angegeben, auf den Blogseiten von uns finden Sie dann die ältere Studie aus 11 und die ganz aktuelle aus 20, wo Sie sich selber nachlesen können. Und ich weiß, es gibt viel Kontroverse und dann wird behauptet, man hat es anders beobachtet und man setzt ja selber seit 10 Jahren solche Systeme ein und beobachtet dann immer, wie schön sauber und trocken alles ist. Ja, das mag sein, aber da muss man dann halt auch vorsichtig sein, dass man nicht zu schnell irgendwelche Ergebnisse und Wirkungsweise schlussfolgert, solange man sie nicht messtechnisch wirklich wissenschaftlich nachvollziehen kann. Weil hier sind wir jetzt wieder bei dem Thema mit dem Kollegen mit dem Sonnenbrand aus dem Strandbereich. Also der ist lange am Strand gelegen unter einer sehr hohen Bestrahlungsintensität. Jetzt schauen Sie sich mal an, was in so einer Küchenhaube passiert, wenn Sie so ein Fettpartikel haben. Dieser Fettpartikel ist in etwa eine halbe Sekunde der Strahlung ausgesetzt. Also je nachdem, wie groß die Haube ist, die Luftströmgeschwindigkeit ist, aber die Luft strömt so mit rund 1 Meter pro Sekunde hinter den Abscheidern Richtung Abluftstutzen. Die Distanz sind rund 50 Zentimeter. Dann mag die Bestrahlungsintensität sehr hoch sein. Die Einwirkzeit ist kleiner, eine Sekunde. Und in einer Sekunde holen Sie sich keinen Sonnenbrand und gleich zweimal nicht zerlegen Sie Fette und Öle in irgendwelche magische Bestandteile. Warum wird dann immer beobachtet, dass das schon so schön trocken und schön sauber ist? Da verweise ich auf unsere ersten Webinare, wo es darum ging, ums Verdampfen, Kondensieren. Wir haben hier Temperaturen von 100 bis 200 Grad und da ist es fraglos. Alles, was an Fett und Öl sich beaufschlagt, verdampft früher oder später und geht dann im Aggregatzustand gasförmig über die Abluft in die Umwelt. Und fraglos, Ihre Haube ist dann trocken und schön sauber, aber nicht, weil irgendwelche magische Hokuspokus-Zersetzungsprozesse stattgefunden haben, sondern weil Ihnen das meiste Öl, Fett und Wasser einfach verdampft ist. Da war auch vor kurzem unser Serviceleiter bei einem Einsatz, wo man zu Hilfe gerufen wurde. Zoltan Kiss hat mir da Bilder zur Verfügung gestellt. So kann das dann aussehen. Also, das sind UV-Strahler und die sind trocken. Sind sie sauber? Weiß ich nicht. Aber wenn zu viel Fett mit
beaufschlagt wird und wie heiß das wird, das sehen Sie hier. Also es geht bis zur Verbrennung und diese Wärme sorgt dafür, dass dann oft beobachtet wird, dass es trocken und sauber ist. Das hat dann eher mit Aggregatzustandsänderungen zu tun, wie dass da irgendwelche magische Hokuspokus, Photolysen und was weiß ich stattfinden. Gut, das, jetzt, das Thema war, wie gesagt, sehr umfangreich. 20 Fragen kamen, deswegen habe ich es jetzt so ausführlich beantwortet. Jetzt noch ganz kurz zum Abschluss, weil noch mehrmals die Frage zu unserer Messtechnik kam. Beispielsweise vom Reinhard Siegesmund, Sachverständigenbüro aus Bad Vilbel, kam die Frage, mit was messen wir, ob ich noch ein paar Infos zu den Messgeräten geben kann und warum wir so viel Messtechnikaufwand betreiben in der Küchenabluft, wurde ich auch gefragt. Das rührt aus unserem zweiten Produktbereich, um ehrlich zu sein. Also wir sind auch sehr aktiv, wenn es um die Luftreinhaltung im Werkzeugmaschinenbau geht. Das ist hier eine Aufnahme aus der Produktion von IWC, also wo diese schönen Uhren hergestellt werden, diese mechanischen Uhren. Das ist der produzierende Bereich, den Sie hier sehen. Also hier werden die IWC-Uhrengehäuse hergestellt in Schaffhausen. Und links an der Maschine sehen Sie einen Luftreiniger. Und also hier nochmal kurz eine Aufnahme. Also das ist die Gehäuseproduktion, nicht wo das Uhrwerk, sondern das, was hier an der Uhr außen sein, hergestellt wird. Also aus so einem Rundmaterial, egal ob das ein Messing ist, eine Bronze, ein Edelstahl oder wie hier ein Gold, gesehen, in den Maschinen werden diese Uhrengehäuse unter hoher Zugabe von Kühl- und Schmierstoffen erzeugt. Und bei solchen Anwendungen ist es Usus, dass die Luftreinigung an der Werkzeugmaschine stattfindet, im Umluftbetrieb. Das heißt, wir blasen die Luft sofort wieder aus. Und im Werkzeugmaschinenbau ist es Stand der Technik, dass jede Anlage überprüft werden muss, ob genügend Partikel abgeschieden werden, ob viel Partikel verdampft werden, dass sie gasförmig in der Luft sind. Und das machen wir mit so Partikelzählern. Und dazu kamen viele Fragen. Also der Partikelzähler, den wir einsetzen, ist halt die Produktserie, heißt, wie Sie es auf dem Bild hier sehen, WLAS, und der Hersteller ist PALAS, P-A-L-A-S aus Karlsruhe. Produktserie WLAS, das ist der Partikelzähler, und das ist ein Partikelzähler, der geeignet ist für Messungen in den Küchen, im Werkzeugmaschinenbau, wo man es mit ganz hohen Partikelkonzentrationen zu tun hat. Und das setzen wir dann, wie gesagt, auch in der Küchenlüftung ein. Also hier sehen Sie unseren Servicetechniker, der Zoldan Kiss, und unseren Vertriebsaußendienst, der Holger Reul, der ja von Nordrhein-Westfalen, Hessen bis Rheinland-Pfalz runter uns in der Küchenlüftung vertritt und vertreibt. Und er ist also auch jemand, der sich wirklich da reinhaut und reinkniet und auch später bei Inbetriebnahmen mit dabei ist. Also hier sind wir in der großen Steakhouse-Kette in Köln, wo man über eine Fritteuse eine Partikelmessung macht, unser Serviceleiter und der Holger. Das zur Partikelmessung, und dann messen wir auch noch, wie viele Stoffe verdampfen. Das machen wir dann mit einem FID-Messgerät. Wir setzen eins ein von ErsaTec, Analyse-Messtechnik, so wie es jetzt hier angegeben ist. Und mit so einem Messgerät können Sie dann messen, wie viele Partikel verdampft sind. Auch dazu kamen viele Fragen. Also das ist das Equipment, das wir einsetzen. Und auch hier wieder, sehen Sie jetzt auch wieder in dem Steakhaus in Köln, da misst jetzt der Zoltan gerade, wie viel Fett und Öle verdampft sind und die wieder über so eine Induktionsströmung kondensiert werden müssen, damit wir sie eben aus der Abluft überhaupt rausbekommen. Ganz ausführliche Infos zur Messtechnik haben wir auch in unserem Blog unter Messungen. Wenn Sie da sich ja mal noch reinhören, da haben wir es noch ausführlicher. Also reven.blog/Messungen. Das war es jetzt heute. Wenn noch weitere Fragen aufgekommen sind, wie gehabt, wir haben wieder auf mendi.com ein Fenster offen, wo Sie uns weitere Fragen reinschreiben können. Ich sammle sie. Wir haben jetzt im Oktober nochmal ein Event und im Dezember, und da werde ich es dann auch kürzer machen, aber
Das UV-Ozonthema ist ja so umfangreich und so kontrovers, da geht es nicht anders, ansonsten wird es zu viel Hokuspokus. Deswegen sehen Sie mir es nach, wenn ich diese Frage ein bisschen ausführlicher beantwortet habe und hoffentlich alle sensibilisiert habe. Und wenn jetzt noch neue oder weitere Fragen kommen, sind mendi.com reinschreiben. Ich nehme es dann auf. Im Oktober werden wir uns dann wieder sehen, hoffentlich. Und das war's jetzt für heute. Deswegen, ja, mein Wort zurück an dich, Andreas. Das war's, was ich jetzt heute mal an Fragen beantwortet habe. Herzlichen Dank, lieber Sven. Wie immer, ist aber sehr spannend, dir zuzuhören. Ich sage es ja jedes Mal, man merkt, man spürt die Leidenschaft. Das geht auch aus Barcelona, kommt das hier bei mir im beschaulichen Bad Homburg an. Ich wage allerdings zu bezweifeln, ich musste eben kurz schmunzeln, als du gesagt hast, du wirst es beim nächsten Mal kürzer fassen. Das glaube ich nicht. Nach den Erfahrungen, die ich bis jetzt mit dir gemacht habe. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Wir müssen nur schauen, es ist wirklich so, dass die meisten das terminlich immer eng getaktet haben. Also dieses Zeitfenster mit der Stunde sollten wir nicht überschreiten. Der Erste hat sich schon verabschiedet, weil er den nächsten Termin hat. Du hast es ja wirklich sehr ausführlich beantwortet. Das ist gar nicht viel an Fragen los gewesen im Chat. Ich wollte dir nur noch kurz das Feedback geben, dass einige auch im Chat auf deine Umfrage geantwortet haben. Nicht alle haben sich auf Menti angemeldet, einige haben es im Chat gemacht. Und zwar tatsächlich einer, der zweimal bei einer Messung dabei war. Ja, aber alle Okay. anderen haben auch im Chat Nein gesagt, aber da war einer. Ozon ist ja, ich sag mal, auch ein Thema, das ist mir gerade so eingefallen und wieder in den Kopf gekommen, als du das erzählt hattest. Ich kenne das von früher noch, wenn du in den Druckerraum manchmal reingegangen bist, hast du ja, das konntest du ja richtig riechen teilweise. Und ich habe daneben mal gegoogelt, und die haben geschrieben, dass die Aktivkohlefilter einsetzen, um das Ozon zu binden, damit das nicht austritt. Ich weiß nicht, ob das eine Technik ist oder eine Technologie ist, die bei euch auch oder in der Abluft auch benutzt wird. Aktivkohle fu funktioniert Oz gegen Ozon. Das Problem ist halt die Mischung der Küchenabluft in Verbindung mit Fetten und Luftfeuchtigkeit. Da müssen wir bei Aktivkohle natürlich aufpassen. Und wenn wir da nicht ganz viel Aufwand im Vorfeld betreiben, sage ich mal, ki killern wir die Aktivkohle mit Fetten und Ölen, bevor sie aufs Ozon reagieren können. Reagieren kann. Okay. Aber es ist schon ein Thema. Also wir haben auch durch das, dass dieser ja, fast schwachsinnige Küchenabluftsozongrenzwert so verfasst ist, wie er eben jetzt leider Gottes verfasst ist, haben wir immer wieder Anlagen, die mit solchen Ozonwerten in die Umluft blasen. Da haben wir vor kurzem war ich auf einer Hotelterrasse im 5-Sterne-Luxus-Spa-Resort und die haben die Abluft auf eine Terrasse geblasen, wo unter Umständen 60 Leute sitzen können, wo ich denen gesagt habe, Leute, das ist krebserregendes Gas, das ihr da euren Gästen um die Ohren bläst. Der Hotelier ist schon ausgerastet. Das kann ich verstehen, möchte ich auch, abgesehen vom Geruch, der eventuell noch mit austritt, möchte ich das andere auch nicht haben. Vor allen Dingen, ja, okay. Aber das ist ein gutes Thema, weil das war nämlich eine Frage, die im Chat aufkam, ob Strahlung austreten kann, UVC-Strahlung. Und da ging die Frage ging um die Sicherheit des Küchenpersonals natürlich. Ja. Die Strahlung kann austreten. Sobald man dieses blaue Licht sieht, das ist dann kein Blaulicht oder Schwarzlicht, sondern dieses blaue Licht, wo man dann manchmal durch Abscheider schimmern sieht, wenn sie ganz einfach nur gebogen sind. Das, was da dann austritt, ist kein, ich sage immer, das ist kein blaues Licht, das ist Strahlung. Und diese Strahlung ist so gefährlich, weil dieses Küchenpersonal ganz selten sensibilisiert ist. Also ich habe da oft Leute, die versuchen, die Abscheider rauszunehmen und reinzuschauen, ob dieses blaue Licht brennt. Gut, dann gibt es natürlich Sicherheitsschaltungen, die das dann unterbinden und das Licht ausgeht. Aber wenn ich dann den Leuten immer sage, Mensch, Leute, das ist kein Licht, das, was ihr da habt, ist nicht weit weg von dem, was ihr beim Zahnarzt habt, wenn ihr euren Zahn oder euren Kiefern röntgen lasst. Und wenn die dann langsam kapieren, mit was es zu tun haben, dann schaue ich oft in ganz erschrockene Augen. Und deswegen halt von mir der Hinweis, wenn es in der Planung möglich ist und vom Raum den Platz gibt, dann geht mit
der Technologien den Abluftstrang weg vom Personal, weil die Strahlung kann austreiben, ja. Okay. Du hattest noch eine 2 bis 5 Sekunden Regel erwähnt. Also das ist jetzt auch nur ein kleines Bonmot, will ich mal sagen, weil die kenne ich normalerweise, wenn mir was zu essen auf den Boden fällt. Dann gilt bei uns zu Hause die 3 Sekunden Regel, dass man es innerhalb von 3 Sekunden wieder aufheben kann. Das Problem bei uns ist, ich habe einen Hund, der 2 Sekunden braucht, um das Runtergefallene aufzufressen. Also von daher ist meist schneller als ich. Aber das nur nebenbei. Hier hat jemand einfach einen Satz reingeschrieben in den Chat, und zwar hat er geschrieben: eine provokante These. UVC in der Abluft sinnlos? Fragezeichen. UVC in der Abluft In der Abluft sinnlos. keine Wirkung haben, wenn ich Keime und Bakterien abtöten will. Aber dann kommen wir halt zu diesem Sonnenbrandthema. Also ich habe mich da schlau gemacht und ich sage mal, so ein Sterilisator, wenn man OP-Besteck desinfizieren will, da muss das Besteck mindestens eine halbe, besser eine Minute drin liegen, dass die Keime wirklich abgetötet werden. So, wie wollen wir das jetzt im Abluftkanalstrang mit bewegter Luft tun? Dann braucht es wahrscheinlich, sage ich mal, den Schwebstofffilter, und der Schwebstofffilter mit UVC bestrahlt. So eine Kombination kann Sinn ergeben, aber einfach eine Röhre in Abluftkanalnetz und dann mit 3, 4, 5 Meter pro Sekunde Luft mit luftgetragenen Viren drüber strömen, dann sage ich eher sinnlos. Okay, also du untermauerst diese provokante These, die da reingestellt Ja, ist. Eher sinnlos. ja, ja, Klare ja. Aussage. Okay, super. Mein lieber Sven, dann würde ich sagen, dir wie immer herzlichen Dank für den sehr empathischen Vortrag. Ist auch so wortwörtlich im Chat geschrieben worden. Und das finde ich ja auch immer. Hat Spaß gemacht mal wieder. Ich freue mich auf die nächsten beiden. Die Termine sind übrigens der 13.10. und der 1.12., falls Sie sich das schon mal vormerken wollen. Dir, lieber Sven, wünsche ich weiterhin noch eine schöne Woche in Barcelona und einen schönen Sommer. Wir sehen uns spätestens im Oktober. Und auch bei Ihnen herzlichen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben mit uns. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal mit dabei sind, sowohl bei Rentschler als auch vielleicht bei den anderen Webinaren auf cci-dialog.de. Schauen Sie einfach unter dem Button Webinare. Und bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und gehaben Sie sich wohl. Bis dahin. Tschüss. Sie sich später.